Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren, kurzen Aufnahme oder vielleicht etwas länger, ich weiß es nicht, von SimCity. Dieses Mal ist Janis nicht dabei, denn diese Aufnahme wird so eine kleine Informationsaufnahme. Deshalb werden wir auch nicht, oder deshalb werde ich auch nicht auf dem, auf der Multiplayer-Welt spielen, sondern ich spiele hier im Hintergrund für euch ein bisschen auf meiner Singleplayer-Welt, oder besser gesagt auf meinen vier Singleplayer-Welten habe ich ja. Und ja, zu sagen ist erstmal, dass SimCity nach diesem Upload-Plan, also dreimal die Woche, wird SimCity auf jeden Fall nicht mehr kommen. Und deshalb haben wir geplant, dass wir vor allem jetzt auch wegen der Zeit und wegen Schule und wegen allem haben wir gerade wenig Zeit, SimCity aufzunehmen. Vor allem auch Janis, weil der auch von seinen Eltern her viel lernen muss. Ich hoffe, das Mikro steht so in der richtigen Position. Und da ist gerade irgendwas explodiert. Ist das für. Alles klar. Was ist da gerade explodiert? Oh. Also wie ihr seht hier meine Singleplayer-Welt, ich habe hier zwei Atomkraftwerke. Wie ihr seht, meine Finanzen. Ja, okay. Meinen Finanzen geht es auch eigentlich super, obwohl ich hier 44 1000 Simoleons miese mache pro Stunde, mache ich trotzdem Gewinn am Ende des Monats. Und ja, ich habe halt das so aufgebaut, dass hier Hauptenergielieferanten, also ich habe hier etwa mehr wie 1000 Megawatt im Überschuss, weil beide Kernkraftwerke sind im Einsatz. Und dann habe ich hier, habe ich denn? Muss ich kurz gucken. Also ich glaube, das hier hinten ist eine reine Einwohnerstadt, können wir auch nachher mal hin und her switchen. Und das da hinten, boah, keine Ahnung, fragt mich nicht. Muss ich mal nachher mal alles gucken. Auf jeden Fall war das hier meine allererste Welt, wo ich hatte. Und was natürlich, muss ich euch sagen, auch ein weiterer Grund dafür ist, dass wir SimCity eigentlich abbrechen, ist der, dass ich gemerkt habe, dass die neuen Folgen irgendwie so gut wie keine Aufrufe haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir das Projekt ganz beenden möchten. Also ich möchte es zumindest nicht beenden, denn ich habe jetzt SimCity, ich habe jetzt hier meinen neuen Rechner und es läuft ja hier alles flüssig mit 60 FPS, deshalb wird SimCity auf jeden Fall nicht komplett abgebrochen, sondern ich sag mal, es wird immer wieder teils eine Folge kommen. Das heißt, die werden jetzt auch nicht mehr knapp nach 15 Minuten geschnitten oder so, sondern es wird mal so was kommen. Auf jeden Fall wird SimCity nicht ganz abgebrochen. Ich sag so, SimCity kommt dann, wenn uns die Zeit reicht. Und das kann einfach mal sein, ja, dass mal. Oh, ich mach Minus. Ne, ich mach nicht mehr Minus. Dass mal ich alleine nur aufnehme oder dass Janis dabei ist. Es ist völlig unterschiedlich. Und da hat schon irgendwas aufgeploppt. Ne, das will ich weg. Danke. Und das war eigentlich schon das Wesentliche, was ich euch damit sagen wollte. Und dann würde ich einfach mal sagen, zeige ich hier kurz die Singleplayer-Welt. Also ich habe hier angefangen, hier oben ist mein Gewerbegebiet mit den Häusern. Dann ist hier meine Industrie mit natürlich den ganz vielen Spezialisierungen. Also hier Erzbergwerk, zwei Erzbergwerke, dann hier ganz viele Schmelzhütten. Weil ich habe auch ganz viele Prozessor-Upgrade verfügbar. Ach, komplettes Upgrade, alles klar. Ich habe hier ganz viele. Ganz viele. Bin ja lustig. Also, ich habe ganz viele Prozessorfabriken gebaut, oder war das eine andere? Fabrik. Oder war das eine andere Welt? Nee, also hier. Ich importiere. Okay, das ist auch neu. Ich habe schon lange nicht mehr SimCity gespielt. Also, ich produziere hauptsächlich hier Prozessoren und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich mich hier so gut über Kopf halte. Denn die Prozessoren, die geben jetzt nur noch, die haben mal 100.000
Simoleons bekommen. Da habe ich mal so viel gekriegt halt. Jetzt ein bisschen weniger. Hier meine Zuganbindung. Und zwei Umschlagsplätze natürlich, dass wir das gut verticken können. Auf jeden Fall, wie ihr seht, hier alles voll mit Bodenverschmutzung. Und das Wasser importiere ich, glaube ich, von irgendwo her. Fragt mich nicht von wo. Auf jeden Fall habe ich, glaube hier selber keine Wasserdinger. Ne, hier null im Überschuss. Kauf. Doch, hier wird irgendwas gefördert, glaube ich. Ach, hier oben, genau. Pumpstation. Also zwei Pumpstationen zusätzlich, was ist das? Niedriger Wasserspiegel. Ja, gut. Was will man machen, oder? So. Dann wollte ich hier noch, ja genau, Wasser. Also Wasser habe ich nur da oben. Das ist auch ein bisschen kacke. Da muss ich immer wieder die Kläranlage mit den Pumpstationen umbauen. Musste hier schon immer abreißen, weil die Kläranlage, die pumpt ja frisches Wasser wieder in den Erdboden rein. Aber das ist natürlich alles gut. Was ist denn das? Okay. Dann haben wir hier Kläranlage. Passt. Also es ist wirklich alles hier ist ziemlich gut. Ja, das ist wahrscheinlich gerade in der oberen Grenze oder so. Was natürlich total schlecht ist, ist hier die Bodenverschmutzung. Die reicht hier, glaube ich, bis in die Wohngebiete hier rein. Naja, und noch eins, die Luftverschmutzung. Ich habe damals nicht dran gedacht, dass es sowas gibt, also den Wind. Deshalb habe ich einfach mal meine Industrie da hinten gebaut, was natürlich nicht so schlau war. In den anderen Städten habe ich gründlich nach den, nach der Windrichtung geguckt. Deshalb, ja, die Keime. Es sind über die ganze Stadt verteilt, aber man kann wirklich nichts machen. Weil ich kann jetzt hier auch nicht plötzlich die Industrie umbauen, dass die da runter geht und die Wohnhäuser dauern da nach oben, weil hier diese riesen Bodenverschmutzung und alles ist. Und ich mache schon wieder Minus. Weil ich zu viel Plastik importiere. Alles klar. Wie geht's denn meinen Dings überhaupt? Legierungen, ja, passt alles. Oh, was ne? Was haben wir jetzt gemacht? Also hier Prozessoren werden natürlich verkauft. Und es war eigentlich schon das Wesentliche von dieser Stadt hier. Nicht viel, weil man könnte natürlich hier was bauen, aber es ging halt einfach nicht. Deshalb, Spezialisierung. Ja, gut. Was will man machen? Die brauchen Strom. Deshalb gehen wir jetzt hier mal in die... Braucht Energie. Gehen wir einfach mal in die Industrie, habe ich das genannt, weil ich glaube, da habe ich nur Industriehäuser gebaut. Denn bei mir, ich habe eigentlich für die ganze Spezialisierung, habe ich die komplette Industrie, glaube ich, abgerissen. Bloß ein paar Stellen sind noch übrig gewesen. Deshalb habe ich so eine Verbindung gemacht, dass halt die Leute von dort halt hier in die Industrie rein können. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Halt. So, also wie ihr seht, hier hinten unsere Megastadt. Und deshalb weiß ich auch nicht. Okay. Sind genau gleichzeitig gelandet, oder was? Oh, die fliegen. So. Öffentliche Verkehrsmittel. Oh. Da fehlt hier aber noch was. Da fehlt hier noch einiges. So. Bauen wir mal da noch eine hin. Und da. Und da. Also hier kommen echt total... Also ich habe das so gut wie es ging eigentlich vernetzt, die ganzen vier Städte. Deshalb, ich weiß gar nicht, wie ich sie verteile. Ach ja, ich glaube, oh Gott, wie viele Wohnungen habe ich denn hier bitte? Warum habe ich denn hier so viele Wohnungen gemacht? Geschlossen, wir stellen Leute ein.
Okay. Und die brauchen jetzt hier Energie oder was? Nee, die haben doch. Oh nee, da hinten fehlt Energie. Warum denn das? Ach, da kommt es einfach bloß schlecht hin. Das heißt, ich kann hier eigentlich auch verbinden, dass die Energie halt so lang läuft. Was sie natürlich nicht macht. Doch, jetzt. Alles klar. Aber ich mach bloß mal auf 2. So. Deshalb. Also das ist ja, glaube ich, hauptsächlich die Industrie, wo halt auch nicht viele Bevölkerung, wo halt nicht so große Bevölkerung ist. Und wo man halt auch... Was ist das? Warum Bildung? Bildungsproblem. Was ist das? Technikstufe. Okay. Ach so, ich muss hier auch noch. Ach du. Mach ich da noch und da noch. Und da unten sind die auch kaum verbunden. Deshalb bauen wir jetzt da einfach mal ein paar Haltestellen rein, dass die auch schön zur Schule gehen können. Da auch. Kann man die auch... Ah, die kann man ausbauen. Okay, die setze ich jetzt mal da rein. Vielleicht eine noch auf der Straße. Also ich kann die, glaube ich, habe die ja gerade hier überall verteilen können. Oh Gott, wo waren jetzt die technischen? Hier. Da hinten ist sehr gut, alles klar. Okay, 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 okay. Bildung. Schlecht ausgebildet. Ja, okay. Ja, aber was willst du machen? Hier, obere Etage. So. Deshalb sind die eigentlich gut. Kann man nicht sagen. Gesundheit. Null Tote, Feuerwehr, ein niedergebranntes Müll. Ach, ich habe hier einen Recycling-Sender. Okay. Müll in der Verbrennung. Ja. Wie jetzt? War ich da auch so blöd und habe nicht auf den Wind geguckt? Willst du mich eigentlich... Oh Gott. Wie blöd muss man eigentlich sein? Oh mein Gott. Okay, dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Oh Gott. Wie blöd. Jetzt habe ich einen Flughafen. Mit ziemlich viel Platz weg, sehe ich da gerade. Warum fehlt hier eine Straße? Wie ging das mit Shift? Ah, genau. Mit Shift. Ewig nicht mehr gespielt, ich kann es euch sagen.